Ping sollte ja trotzdem, wenn man auch downloadet oder sowas, eigentlich noch gar nicht so schlecht sein. Ich kann es dir nicht sagen. Ich vertraue einfach zu sehr in das Internet, glaube ich. Hier. Aber es ist auch gut. Es ist stabil. Sei ruhig. Es läuft. Im Gegensatz zu dem Internet von dir. Ja, mittlerweile, seitdem ich das DLAN habe, funktioniert es halt. Ich muss ehrlich sagen, ändert ja nichts an deinem an sich sonst nicht so tollen Anschluss. Trotzdem, seitdem ich das DLAN habe, geht es mir ein bisschen besser, was Internet angeht. Hättest du jetzt nicht, was Internet angeht, gesagt, wäre es irgendwie lustig gewesen. Seitdem geht es mir einfach besser. Ich bin gesünder. Ich lebe gesünder, ja. Der ging aber richtig gut straight durch. Alter, ich bin... Ich dachte, du hättest das 100-mal durchgespielt. Hätte ich nicht schon nach dem... Egal. Ich habe gedacht, wir haben uns auch geeinigt, PvP-Tore nicht als... Weiß nicht. Du merkst echt gar nichts, was ich dir erzähle, oder? Nein, es ist eine Woche her und ich hatte sehr viele andere Dinge zu tun. Im Gegensatz zu dir. Ich habe auch gearbeitet. Nicht so viel. Wo willst du denn das wissen? Du hast gar nicht gearbeitet, okay? Ja, dafür gelernt. Ja, das ist richtig. Das habe ich auch nicht dementiert. Ich habe nur gesagt, du hast nicht gearbeitet. Ich meine, du hast weniger Zeit damit verbracht als ich. Ich denke, das ist wohl wahr. Bist du mal zu Sigmar, ja? Ja, mal gucken halt, ob er immer noch seinen Spruch drauf hat. Still closed. Still closed. Still closed. Closed. Du bist der Hammer. Du hast Menschlichkeit. Ja, da kannst du eh noch nicht durch. Weißt du, ich frag dich mal so, weißt du überhaupt, was gerade unser Hauptziel ist? Naja, in die Kathedrale. Nein, ich meine unser Oberhauptziel. Wahrscheinlich die Welt wieder in Ordnung bringen, oder? Nein, was sollen wir machen? Keine Ahnung. Das wollte ich hören. Ja. Hey, guck mal, das sind wir. Nein, was soll ich dir auch sagen? Es ist eine Woche her und ich hatte ja sehr viele andere Sachen zu tun. Die Glocken läuten sollen wir. Okay. Ich meine, du hast das Spiel ja auch schon. Zumindest ja. Du hast diese Stelle mehrmals durchgespielt, ja. Also, ich war noch nie hinter dem Tor, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich habe noch nie bis hinter das Tor gespielt. Und davor war ich auch noch nie wirklich. Aber du hast doch vorhin gesagt, dass du die Stellen hier schon mehrmals gespielt hast. Ja klar, aber du musst halt nochmal woanders hin, um durch das Tor zu kommen, sagen wir so rum. Mhm. Na YouTube. Ja. Das klappt ja hier super mit dem Rollen. Hui. Ach ja, hier ist ja dieser doofe Magier. Ja, durchaus. Erstmal die Seelen holen. Am besten du gehst halt in diesen Raum da, wo das auch kacke ist. Kann ich nicht einfach nochmal rumgehen? Du kannst auch nochmal rumgehen. Die verfolgen dich trotzdem dann wahrscheinlich. Naja, aber vielleicht. Na gut, das wäre ja nicht schlecht. Hier draußen kann man besser kämpfen. Oh, das ist richtig. Na, guck erstmal, ja, da ist einer zumindest. Der reicht ja schon mal. Das ist auf jeden Fall besser als drei. Ja. Das hätte nicht angreifen, wenn er das Schwert so nach vorne macht. Ja. Dann habe ich dir ja vorhin erzählt. Ja, dann kommt das Reposten. Richtig, dann repostet der und haut dir richtig eine rein. Naja. Aber die gehen ja noch. Also. Ja, die sind aber einfach jetzt nicht angreifen. Ja. Trink einfach. Ja, so. Der greift dich währenddessen auch nicht an. Okay. Der muss nämlich erst raus aus dieser Stellung. Wirst du gleich sehen. Gucke. So. Gut. Am besten du blockst einfach seinen ersten Angriff und jetzt haust du drauf. Nee, falls er dann ausreichen sollte. Ich kann nicht auf der Stelle springen, hey. Du kannst auf der Stelle springen, klar. Echt? Und den du in keine Richtung drückst halt, ne? Und dann machst du halt den da. Ja, das ist ja zurückweichen. Da hat er doch auch gemacht. Aber er ist nach oben gesprungen. Er ist nach hinten gesprungen. Dann sah das wahrscheinlich bloß so aus. Ja. Sehr komisch. Aber ich kann nicht auf der Stelle springen. Wolltest du nicht außen rum gehen? Da ist noch einer. Naja, den einen kriegen wir jetzt ja wohl noch hin. Das sagst du. Du weißt schon, dass da oben immer noch der Tanzlehrer ist. Ach so, nee, den darf ich ja noch gar nicht Tanzlehrer nennen, weil du noch gar nicht weißt, wie der rumhampelt. Siehst du, geht doch. Doch, okay. Und die werde ich auch noch holen. Schön hier.
Ach ja, die Sache. Überraschung, würde ich mal sagen. Surprise, Motherfucker. Ah. Ja, die könnte ich übrigens auch. Ja klar, aber diese Ansicht ist doof. Da kommt man so schlecht raus. Das ist richtig, das gebe ich sogar zu, so wie es ist. Ja, renne durch, töte nur die unten drin sind und dann... Ja. Hat sich nicht so viel Gedanken über Benutzerfreundlichkeit gemacht. Also, ich sag mal, Schwierigkeit ist eine Sache, aber dann auch noch so Unzugänglichkeiten bei der Steuerung sind halt doof. Das macht es halt irgendwie schon unfair, weißt du? Naja, das kommt immer drauf an, wie du dich mit der Steuerung anfreundest, das muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Also, es ist einfach schlecht gelöst. Das könnte man besser machen. Und wie, deiner Meinung nach? Ja, andere Belegung und sich dieses System ändern. Ich muss ehrlich sagen, die Belegung finde ich eigentlich voll okay. Ich weiß nicht. Es ist ungewohnt. Wenn du dich daran gewöhnt hast, dann kommst du doch viel leichter rein. Na gut, das kannst du ja zu jeder Steuerung sagen, egal wie scheiße sie ist. Das glaube ich nicht. Es gibt auch so eine Steuerung, wo du einfach nur denkst, ey, nee, darauf habe ich keinen Bock mehr. Ja, die ist wenigstens nicht ganz so schlimm. Aber auch nicht so super. Weißt du, ich habe das Spiel auf dem PC gespielt. Ja, siehst du, ein weiteres Zeichen dafür, dass die es einfach nicht so mit der Steuerung haben. Ja. Können wir mal kurz eine Pause machen? Moment, falsche Taste. Du kannst nicht pausieren. So. Wir machen an der Stelle einfach mal eine Pause, okay? Okay. Oder auch nicht, wir machen weiter. Komm, wir machen weiter. Hast ja gesagt, da kann man durch. Wenn man es schafft. Das Treten, also oder zweimal halt draufschauen halt. Ja, das meine ich mit durch. Ja, ja klar. Schön. Zweimal draufhauen ist durch gleich. Damit verglichen halt. Das Problem ist halt bloß, dass die Armbrustschützen da sind und diesen Kacke. Ja, deswegen braucht man so oft sein Schild. Ja. Oh, jetzt muss ich da ja wieder hinrennen. Nein, kriegst du sie. Ja, ist eigentlich verkacke. Ja, ist echt ein bisschen doof hier, die Stelle. Die spielt man so oft und dann wieder und dann wieder. Ich finde, das sieht hier gar nicht mal so schlecht aus. Die Baum... Das sieht hier gar nicht mal so schlecht aus, sage ich. Die Baumtexturen haben mich ein bisschen überzeugt. Okay. Ja. Na, an sich machen die weitläufigeren Oberweltareale, sage ich mal, jetzt ein bisschen mehr her. Ja, ist richtig. Die Bäume sehen scheiße aus, aber... Ach, das geht schon mit den Bäumen. Ernsthaft? Komm schon. Ja, das geht schon. Ich sag's mal so, andere Entwickler bemühen sich halt sowas zu verstecken und die knallst dir halt einfach ins Gesicht. Von wem war das Spiel nochmal? Ich werde nicht darauf eingehen. Hm. Das war jetzt auch so ein Ding. Er wollte sich umdrehen, er hat's nicht geschafft. Hm. Oh, der hat hoffentlich einen Balder-Seitenschwert. Doch, genau das, was ich auch wollte. Oh, kann ich ja mal ganz kurz zeigen, das ist, soweit ich weiß, auch eine... wo ist es denn? Siehst du es? Ist weiter unten. Wahrscheinlich. Wo ist es denn? Da. Ist auch eine Geschicklichkeitswaffe halt, ne? Ne, hier, aber schwächer. Ja. Hat außerdem ein komplett anderes Moveset als das Krummschwert. Das Krummschwert wird eigentlich ein ganz normales haben, wo du halt mit hin und her schlägst. Und das ist halt so ein Stoßschwert halt, ne? Zick, zick, zick. So ein Degen, kann genau, man sagen, oder? Genau, richtig. Die von hinten kommen jetzt ja nicht, ne? Genau. Die gucken einfach nur. Hey, draußen geht jemand lang. Wir verlassen diese Kathedrale nicht. Egal, was passiert. Aber Egerhard, wir haben keinen Kaffee mehr. Stürmt die Burg. Du musst nämlich wissen, dass da draußen sind Kaffeebäume. Tust mir gefallen und fügst hier in der Post-Production bitte ein Grillenzeppen ein. Ja, wenn du das haben willst, musst du es selbst machen. Nicht, dass ich das... Ich fände das echt gut, wenn du es schneiden und rendern würdest. Das glaube ich. Das ist echt sehr nett von dir. Ich glaube dir, dass du es gut finden würdest. Okay. Also, wenn du magst, gern. Also, wenn du dich schon so voll verkackt. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der jetzt von hinten kommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hole ich das halt. Wenn ich es schaffe. Ein Großschwert.
Also, wie gesagt, draußen stehen Kaffeebäume. Deswegen sind die auch gar nicht so gut aufgelöst. Man hat alle Texturen, die man noch hatte, benutzt, um diese Kaffeebohnen zu modellieren. Die hängen aber leider unten am Baum, deswegen sieht man die nicht. Ah, okay, das ergibt Sinn. Hm. Das ist wie bei Minecraft, ne? Ja, da hängen die auch unten am Baum. Ach ja. Na gut, dass wir hier ein Lagerfeuer haben. Ja, wir haben jetzt zweimal auf dem Weg dahin gestorben. Einfach mal. Ja. Ich überlege gerade, ob man das irgendwie umgehen kann, aber ich glaube, das kann man gar nicht. Hm. Wir müssen eine Umgehungsstraße bauen. Ja, das Draufrollen ist immer so eine Sache. Ist richtig. Ach ja. Dum, 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 dum. Ja, das Draufrollen benutze ich eigentlich eh bloß bei stärkeren Gegnern. Unter das Cape. Ich hab dir unter das Cape geguckt. Da, wo die Sonne nicht hinscheint, ne? Mhm. Man kann aber immer noch schlagen, wenn die Ausdauer oben unten ist, oder? Du kannst. Du brauchst überhaupt Ausdauer zum Schlagen, sagen wir es so rum. Ja, okay. Also du kannst. Gut, dann war die eben schon ein bisschen da, würde ich mal sagen. Genau, du hattest halt minimal, das hat aber gereicht. Du brauchst halt minimale Ausbeute an Sachen. Mhm. Das reicht, sagen wir es so. Ja, ich war mir nämlich eben nicht so ganz sicher, ob ich da keine hatte oder schon. Und du gehst gerade übrigens auf den falschen Weg, oder? Ja. Hm. Es ist nicht ganz richtig. Moment. Aber war hier nicht noch ein zweiter Weg? Ja, darunter. Ja. Aber da kommst du jetzt, wenn du jetzt rechts gehst, nur wieder unten in dem Kellerteil an. Mhm. Hm. Hey, aber wir sind ja schon mal relativ nah dran. Das ist richtig, aber dann kommst du halt nur in den Keller und dann kommst du halt den Weg da unten lang. Also wenn, als ob du jetzt Dingens oder Bummens gehst, das ist Jacke wie Hose. Und ich würde sagen, von da aus hast du einen minimalen Vorteil schon. Ja, ist halt sau eng da. Wenn er nicht von Anfang an wegsteppt, ja, macht ja doppelt. Der macht ganz oft noch. Ja. Der weiß gar nicht, wie oft er machen soll. So oft macht er. No. Hm. Schön hier. Ja. Hey, guck dir doch mal die Baumtexturen an. Musst ganz schnell gucken. Ja, ich hab geguckt. Hab mir die auch schon mehrmals angeguckt. Das ist schön. Ich auch. Ich weiß noch, als du mir das erste Mal diese schönen Texturen gezeigt hast. Warum rennst du denn jetzt doch da runter? Na, ich dachte, ich soll da runter rennen. Nö. Wo wäre denn hier der zweite Weg? Du kannst natürlich da runter springen, ja. Kann ich vielleicht auch mal mit dem Bogen so ein bisschen? Ah, das wird wahrscheinlich tödlich enden. Du könntest sie anvisieren und dann mit dem Bogen, dann kannst du ausweichen vernünftig. Ich kann nicht mehr gehen, wenn. Naja, das ist ja doof. Ich kann deswegen ja anvisieren, also loggen, doch die ein. Also raus aus dieser Perspektive? Hm. Achso, die Hitbox. Achso, nee. Och, ja, Gott. Ich glaube, ich weiß jetzt, was du meinst. Doch, da meinst du doch. Genau, so. Ich meine das. Naja, stimmt, ohne, dann brauche ich das. Ja, dann brauchst du nicht. Du brauchst nur den Bogen spannen jetzt. Ich glaube, das ist dann so ein Hin und Her. Ja, naja. Ah, man kann halt. Nee. Man kann nicht gehen, wenn der Bogen gespannt ist? Nee. Gar nicht? Nee. Spann mal den Bogen. Muss doch gehen können, wenn der Bogen gespannt ist. Spann ihn einfach mal. Das geht nicht. Der spannt dann halt wieder neu. Dann geh mal langsam. Er spannt ihn immer wieder neu. Hast du ja gesehen. Ja. Ist okay. Mhm. Du kannst natürlich auch Geronimo-mäßig da runterspringen. Hatte ich jetzt auch vor. Na dann? Aber ich brauche mich ja eigentlich bloß. Ich dachte, ich kann mich fallen lassen. Renne. Ja. Ja, da hättest du dich wahrscheinlich rollen lassen müssen. Hm. Stimmt eigentlich, ja. Da hat ja nicht mal viel gefehlt. Ja, also. Ja, hier in den toten Winkel kannst du dagegen kämpfen. Hm. Ist einer und die anderen beiden stehen da oben noch, oder zumindest ist einer noch da. Wo ist denn der andere? Stimmt unten, oder? Den hast du gerade gekillt. Hatte ich den getötet mit meinem? Ja, der liegt da.
War das der Armbrustschütze? Jo. Okay. Die Leute, die nur ein Schwert haben, sind meistens Fernkämpfer. Ja. Du hast halt gegen einen mit Schild und Schwert und gegen einen mit nur Schwert gekämpft. Hm. Und der nur Schwert war logischerweise der Armbrustschütze.